Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Apfelessig gilt als altes Hausmittel zur Behandlung und Vorbeugung verschiedener Beschwerden. Bereits Hippokrates, der Begründer der Medizin als Wissenschaft, setzte Apfelessig zur Behandlung ein und wusste um dessen Wirkung. Apfelessig enthält viele Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Enzyme, Ballaststoffe, organische Säuren und antioxidativ wirkende Flavonoide. Bei täglicher Einnahme haben alle diese Inhaltsstoffe eine positive Wirkung auf den Körper. So senkt Apfelessig beispielsweise den Blutzuckerspiegel, tötet Keime, reduziert Schwellungen, lindert Muskelschmerzen, stärkt das Immunsystem und hat eine antibakterielle Wirkung. Neben all diesen grundlegenden gesundheitlichen Vorteilen hat Apfelessig jedoch auch großen Einfluss auf die Schönheit. Um die besten Ergebnisse zu erhalten, solltest du darauf achten, nur die rohe, ungefilterte Version zu verwenden, denn nur diese enthält alle ursprünglichen Enzyme. Heute stellen wir dir 7 interessante und überraschende Vorteile von Apfelessig auf deine Schönheit vor. Viel Spaß! Nummer 1. Apfelessig bekämpft Akne und Pickel. Akne und Pickel beeinträchtigen das Leben betroffener Personen sehr. Linderung kann die Anwendung von Apfelessig verschaffen. Da Apfelessig den pH-Wert deiner Haut ausgleicht, kann dieses hervorragend bei der Behandlung dermatologischer Probleme helfen, besonders wenn es regelmäßig von innen und außen angewendet wird. Für eine äußere Anwendung mische einen Anteil rohen, ungefilterten Apfelessig mit 2 Anteilen Wasser in einer Schüssel. Weiche einen Wattebausch oder Wattepad in die Lösung ein und trage diese auf betroffene Stellen deiner Haut auf. Belasse die Lösung für 10 Minuten dort und spüle anschließend Rückstände mit lauwarmem Wasser ab. Bei einer täglichen Anwendung solltest du relativ schnell Ergebnisse sehen. Nummer 2. Apfelessig wirkt bei Schweißfüßen. Ein sehr verbreitetes und häufig auftretendes Problem ist Fußgeruch. Dieses kann nicht nur für dich, sondern auch für Menschen in deinem Umfeld unangenehm sein. Zur Behandlung dieses Problems kann ebenfalls Apfelessig eingesetzt werden. Dabei helfen die antimikrobiellen Eigenschaften und befreien deine Füße von Keimen und Bakterien. Für ein Fußbad nehme 250 ml Apfelessig und 2 Liter warmes Wasser in einer großen Schüssel. In diesem verbleiben deine Füße für etwa 10 bis 15 Minuten. Anschließend wäschst du deine Füße gründlich mit einer antibakteriellen Seife und Wasser. Diese Behandlung solltest du einmal am Tag für ein paar Wochen durchführen. Nummer 3. Apfelessig wirkt gegen Schuppen. Viele Haarprobleme entstehen nicht etwa durch zu wenig Pflege, sondern weil viel zu viel des Guten getan wird und sich der pH-Wert durch zu häufiges Waschen mit chemischen Produkten ändert. Die Folge sind dann eine geschädigte Haarstruktur und Schuppen. Apfelessig hingegen ist reine Natur und hilft durch seine Inhaltsstoffe im Kampf gegen Schuppen. Darüber hinaus reguliert es den pH-Wert deiner Kopfhaut. Mische je 2 Esslöffel Apfelessig und Wasser. Füge der Mixtur 10 bis 15 Tropfen Teebaumöl hinzu. Trage diese Lösung auf deine Kopfhaut auf und massiere sie für etwa 5 Minuten ein. Nach weiteren 5 Minuten Einwirkzeit reinigst du deine Haare mit Wasser und benutzt anschließend ein mildes Shampoo. Für ein bestmögliches Ergebnis solltest du dieses Prozedere 2 bis 3 Mal die Woche durchführen. Nummer 4. Apfelessig macht das Haar glänzend und gesund. Apfelessig ist sehr förderlich für die Gesundheit deiner Haare, da es dabei hilft, diese sauber, stark und glänzend zu halten. Es entfernt besonders gut Rückstände von Stylingprodukten und befreit deine Haut von abgestorbenen Hautpartikeln. Für deine Haarspülung vermische eine Vierteltasse Apfelessig mit 2 Tassen Wasser. Nach dem Waschen deiner Haare mit einem milden Shampoo gießt du die Spülung über den Kopf und arbeitest die Mixtur in die Haare und die Kopfhaut ein. Nach etwa 5 Minuten kannst du deine Haare mit Wasser ausspülen. Diese Anwendung empfiehlt sich einmal die Woche. Nummer 5. Apfelessig verringert Zellulite. Zellulite entsteht, wenn Giftstoff und Abfallprodukte im Körper vorhanden sind und diese nicht optimal abtransportiert werden. Diese ummantelt der Körper mit Fett und legt sie im Bindegewebe ab. Das Bindegewebe wird minder durchblutet und sieht leblos, trocken und porös aus. Häufig kommt es auch zu Schmerzen und einer erhöhten Empfindlichkeit an der betroffenen Stelle. Zellulite ist aber keineswegs nur ein kosmetisches Problem, sondern auch ein Zeichen des Körpers, dass im Inneren etwas nicht stimmt. Ein bewährtes Hausmittel im Kampf gegen Zellulite ist Apfelessig. Dieses wirkt stark entgiftend, was bei einer Zellulite besonders vorteilhaft ist. Apfelessig hilft, Giftstoffe hinauszuspülen und versorgt den Körper gleichzeitig mit basischen Mineralien wie Kalium, Magnesium und Calcium. Für die innere Anwendung von Apfelessig nehme 1 Esslöffel Apfelessig in einem Glas Wasser und trinke diese Mischung 2-mal täglich.
Für die äußere Anwendung von Apfelessig mischst du eine Lösung aus einem Teil Apfelessig mit zwei Teilen Wasser. Diese Mixtur trägst du auf betroffene Stellen auf und reibst diese ein. Nach etwa 30 Minuten Einwirkzeit kannst du die Rückstände mit warmem Wasser abspülen. Bis das gewünschte Ergebnis erreicht ist, kannst du diese Anwendung zweimal täglich wiederholen. Nummer 6. Apfelessig pflegt Nägel. Apfelessig kann besonders gut bei der Nagelpflege eingesetzt werden. Wenn beispielsweise der Nagellack länger halten soll, kannst du deine Nägel vor dem Lackieren in Essigwasser halten. Hierdurch werden die Nägel Fetten entzogen. Das Verhältnis aus Essig und Wasser für dein Handbad sollte 1:2 sein. Tauche deine Nägel für 5 Minuten ein und du wirst feststellen, wie viel länger dein Nagellack hält. Auch wenn du gelbe Nägel, zum Beispiel durch das Rauchen oder den Einsatz chemischer Produkte hast, kannst du eine Lösung aus Apfelessig und Wasser benutzen. Die Apfel- und Essigsäuren entfernen die Rückstände. Vermische hierfür jeweils gleiche Anteile von Apfelessig und lauwarmem Wasser in einer Schüssel. Deine Finger lässt du für etwa 20 Minuten einwirken, bevor du sie gründlich abspülst. Zur optimalen Pflege und Versorgung nimm einen kleinen Tropfen Olivenöl und reibe dieses in die Nagelbetten ein. Das sollte man mehrere Wochen lang durchführen, damit die Fingernägel sich regenerieren. Für sichtbare Ergebnisse solltest du diese Behandlung zweimal die Woche durchführen. Nummer 7. Apfelessig arbeitet als Hauttoner. Die Anwendung von Apfelessig hilft, deine Haut und Poren zu reinigen. Da die Säure des Apfelessigs die Haut austrocknet, kann sie besonders bei stark fettiger Haut Wunder bewirken. Hierfür mixt du eine halbe Tasse Apfelessig mit einer halben Tasse Wasser. Füge ein paar Tropfen eines essentiellen Öles wie zum Beispiel Lavendelöl hinzu. Dieses macht die Haut schön geschmeidig und versorgt sie optimal. Trage die Mixtur mit einem Wattepad auf, lasse diese für ein paar Minuten wirken und wasche sie anschließend mit kaltem Wasser ab. Vorsicht ist bei empfindlicher Haut geboten. Wenn sich deine Haut leicht rötet und empfindlich ist, erhöhe die Wasseranteile auf die bis zu vierfache Menge, um die Mixtur sanfter zu machen. Um die Verträglichkeit zu testen, kannst du vorerst eine kleine Hautstelle damit behandeln und sehen, wie diese das verträgt. Die Anwendung kannst du täglich durchführen. Achte darauf, die Zutaten gut miteinander zu vermischen. Am besten geht das, wenn du einen Shaker hast oder eine leere, saubere Flasche nimmst. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir würden uns freuen, wenn du den einen oder anderen Tipp probierst und deine Erfahrung mit uns teilst und einen Kommentar hinterlässt. Wenn du neu auf diesem Kanal bist und dir unsere Videos gefallen, dann unterstütze uns mit einem Daumen nach oben und abonniere uns.